Servus, hallo, mein Name ist Lande Landinger, Kai Stuhls, Band 2. Und Band 2 behandelt ja unter anderem auch die Moll-Shapes. Und jetzt haben wir noch den letzten Shape, und zwar das ist der D-Shape. Jeder kennt den Du-Dur-Akkord. Das Lustige ist ja, dass E-Shape, A-Shape und D-Shape sehr ähnlich sind, sind nur auf anderen Seiten. Und beim D-Shape ist es so, dass wir hier den Ton, der Dur und Moll ausmacht, hier auf der hohen Seite haben. Das ist der Ton Fis, der wird zum Ton F. Und der D-Shape wird quasi immer auch an der D-Seite verschoben. Und das heißt, wenn man die D-Seite weiß, D, E, F, G, ich habe den Ton G und dann habe ich hier den Ton G-Akkord, G-Dur oder G-Moll. So, also. Und diese Form ist eigentlich jetzt auch nicht so wahnsinnig bekannt, weil sie schwierig zum Greifen ist. Meistens greifen wir ja sowieso hier einfach nur den Paar-Akkord. Die D-Form ist sehr praktisch, weil sie eine wunderbare Verlängerung, wenn man zum Beispiel pentatonisch spielt und wenn man sagt, mal A-Moll, da brauche ich die D-Form. Also manche Formen lernt man einfach nur, um dann auch sich besser auszudrücken können, zum beim Improvisieren. Oder es gibt eine Möglichkeit, eine tolle Nummer ist, das ist John Frusciante von den Red Chili Peppers, der verwendet die D-Moll sehr oft. Und damit haben wir auch ein Geheimnis gelöst. Ich wünsche einen schönen Tag, das war die D-Form. So, jetzt werden dann die Shapes verbunden.